ich habe eine schöne Geschichte für so für das, was richtig in die Hose gegangen ist. Es liegt dann auch schon eine Zeit zurück, aber das ist für mich so ein ganz prägnantes Beispiel. Ein Kollege kommt auf mich zu und sagt, Mensch, kannst du mich mal unterstützen? Ich möchte gerne mal so einen Workshop machen, so einen Team-Workshop. Ich habe ein bisschen Unruhe im Team und es wird sowieso mal Zeit, dass wir uns da austauschen und ja, und die wollen auch mal ein bisschen, die wollen ein bisschen reden. Und was ich später erfahren habe, ist, dass es schon ganz ordentlich Gegenwind hatte, mein Kollege. Ne? Der hat also schon Druck von oben bekommen, Druck von der Seite, hat er mir aber nicht erzählt. Aber also da war schon irgendwie, irgendwas hat nicht gepasst. Auf jeden Fall habe ich mich natürlich darauf eingelassen, wir machen einen super Workshop und alles wird gut. Und es war in der Tat ein ganz toller Team-Event. Die 30 Mitarbeiter waren nahezu euphorisch und waren dankbar darüber, dass sie ihre Führungskraft so nah erleben durften, so viele Möglichkeiten hatten, aufzuzeigen, wo sie ihre Nöte haben, und fanden es alle ganz toll. Und dann gab es sozusagen das Ende dieser Veranstaltung nach den 2 Tagen, und die Führungskraft hat sich dann hingestellt und hat gesagt, okay, also nochmal danke für den Input und dass wir da so dass wir die Themen jetzt so sehen, und ab morgen wird dann wieder gearbeitet. Und das zeigt mir, also allein diese Aussage, dass, und das finde ich so spannend, ja, dass die innere Haltung gegenüber dem, was da eigentlich geleistet worden ist, in einem totalen Missverhältnis steht. Das heißt, im schlimmsten Fall sagt man natürlich, trenne Absicht von Verhalten. Also im Idealfall hat er noch eine positive Absicht gehabt mit dieser Aussage, aber in dem Fall, glaube ich, war Absicht und Verhalten wirklich etwas, ja, wo man über dieses Verhalten, ab morgen wird wieder gearbeitet, auch eine ganz andere Absicht steht. Und zwar, ich habe eigentlich gar keinen Bock, dass ich mit euch 2 Tage verbringe. Mir ist die Zeit viel zu schade und jetzt müssen wir irgendwie schauen, dass wir das wieder wettkriegen, weil das ganze Gelabere, das brauche ich eigentlich nicht. Und das ist natürlich jetzt mal, das war jetzt sehr überzeichnet von mir auch dargestellt, und vielleicht tue ich da dem Kollegen jetzt ein bisschen Unrecht, aber ich finde es ein super Beispiel, weil das genau eine Facette von Führung ist. Und man darf, glaube ich, auch nicht den Fehler machen, jetzt zu sagen, ja, das stigmatisiert mich jetzt, so darf man in gar keinen Fall führen. Das könnte vielleicht sogar situativ richtig sein, genau so zu handeln. Nur das ist genau der Punkt. Also ich glaube, man muss auch da differenziert draufschauen, welche Führung brauche ich zu welchem Kontext. Und in unserem Fall hat es nicht gepasst. Also deswegen als schlechtes Beispiel. Was ich ein ganz, ganz tolles Beispiel von Führung auch sehe, ist, das ist auch ein schöner nochmal Link zu unserem Führungsleitbild. In unserem Führungsleitbild ist auch geschuldet aus dem Ist und der Zukunft eine Leitplanke, dass wir Veränderungen steuern müssen. Also das Modewort Change Management. Und ich komme halt, wir sind gerade in einem sehr intensiven Veränderungsprozess, den wir im Augenblick erleben. Und ich hoffe, dass der Ausgang sehr positiv sein wird. Und es ist so, dass ich zu einem bestimmten Zeitpunkt als Change-Verantwortlicher, mehr oder weniger, irgendwie dann mal erfahren habe, ja, wir setzen da ein Projekt auf und es geht dann da um Veränderungsthemen, und ich mich irgendwie gewundert habe, ja, wieso spricht da mit mir keiner? Erst einmal dachte ich mir, Mensch, also irgendwie, das weiß nicht, ob das jetzt alles so richtig ist. Und ich dann in einer späteren Folge erleben durfte, mit großer Überraschung, dass genau eben jene Themen, die wir in so einer Leitplanke verankert haben, zu einem ganz, ganz frühen Zeitpunkt, an den ich noch gar nicht gedacht habe, schon bedacht worden sind. Zum Beispiel? Also an dem Beispiel, bei uns ist es jetzt im Augenblick so, dass wir so eine Systemumstellung machen, und was eine sensationelle Change-Maßnahme, also eine Führungsmaßnahme ist, ist das, dass man
Mitarbeiter aus ihrem momentanen Arbeitsumfeld herausnimmt, in ein Kernteam rekrutiert und innerhalb eines externen Projekthauses dafür sorgt, dass dieses Kernteam mit ihrer ureigensten Fachkompetenz aus den Fachbereichen dort eine wunderbare Umgebung finden, um einen idealen Prozessbeitrag zu leisten, damit wir für diese Systemveränderung den besten Input bekommen und danach einen guten Output zu bekommen. Oft ist es nämlich genau so, dass wenn Gott Unternehmen in solchen großen Projekten rangehen, dass sie natürlich immer Ressourcenprobleme haben und natürlich Budgetprobleme haben. Die haben wir auch, absolut. Aber dass sie dann eben sagen, naja, das machen die schon irgendwie mit. Die Leute sitzen nur an ihrem Arbeitsplatz. Dort empfinden sie ja ganz andere Doppelbelastung. Also die Belastung ist auch für diese Kernteam-Mitarbeiter auch eine große Belastung. Aber wenn sie noch in ihrer alten Welt wären, dann wäre das unerträglich. Und ich fand das ein ganz tolles Beispiel, ein positives Beispiel, das mich im Nachhinein sehr überrascht hat. Weil ich mich halt anfangs gewundert habe, Mensch, da passiert mir zu wenig. Und dann war eigentlich viel mehr in der Planung, als ich das überhaupt erahnt hatte.